Heute wäre er 101 Jahre alt geworden. Frère Roger, der Gründer der Gemeinschaft von Thésée. Unzählig viele Jugendliche haben sich im Laufe der letzten 40, 50 Jahre in diesem kleinen Dorf in Frankreich getroffen, um gemeinsam mit ihm zu beten und Wege für eine versöhnte Kirche zu suchen. Ich auch. Als ich zum ersten Mal hier nach Thésée kam, beeindruckte mich besonders das gemeinsame Gebet und ein Schild, das Jugendliche an den Eingang der Kirche gestellt hatten. Versöhnt euch! Der Sohn mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter, der Schwiegersohn mit der Schwiegermutter, der Nachbar mit seinem Nachbarn. Versöhnung war das große Lebensthema von Frère Roger. Darum zog er in dieses verlassene Dorf mitten im Zweiten Weltkrieg an die Demarkationslinie zwischen von Nazis besetztem Frankreich und freiem Frankreich. Darum gründete er als evangelischer Christ eine ökumenische Bruderschaft. Er versuchte, alles vom anderen zu verstehen. Versöhnung, sein großes Thema. Darum bete ich heute im Nachtgebet auch um Versöhnung. Um Versöhnung zwischen den zerstrittenen Parteiungen in unserem Land, zwischen Moslems und Christen, und dass wir mit versöhntem Herzen kämpfen lernen. 22 Uhr im Nachtgebet auf domradio.de. Dein Weihbischof Ansgar.